Nee, du wirst dich beeilen, es ist schon 18 Uhr. Ja. Ja. Meine. Nein, der Bus fährt nicht mehr. So ein Mist. Dim, dim, dim. Achso. Bitte kommen zurück, wenn der Busfahrer wieder da war. Hey, ich brauche eine Kokosnuss. Wie gut, dass ich noch eine habe. Arsch. Die habe ich schon seit Anfang der Aufnahme irgendwie im Inventar. Ja, ich hatte auch eine. Haben wir die nicht als Geschenk bekommen oder sowas? Ich glaube, die haben wir irgendwo gefunden. Ach verdammt, ich kann nicht in Harrys Zimmer rein. Oh, sie kommt raus. Sehr freundlich. Oh, sie kommt raus. Oh, scheiße, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. So, abgeschlossen. Mehr Leuten geholfen. Bushaltestelle. Boah, wie warm ist das denn hier im Zimmer? Ich hoffe ja mal, dass meine Hacke so am zweiten Frühlingstag fertig ist. Das habe ich gar nichts zu tun. Dann mache ich halt den Dünger und die Samen hinter euch her. Richtig. Oder so. Das ist meine Hack-Spezialität. Ich schmelze mal ein bisschen Eisen ein. Spitzhacke, Hacken und Gießen macht. Okay, da bin ich eh fast 9. Fast 10. Okay, hallo da. Lea, meine feste Freundin, wie geht's dir? Seine feste Freundin, ja, ja. Nein, ich will den Hopfen nicht essen, ich will ihn ins Fass schmeißen. Habe ich noch eine Wurzel? Wurzel? Also eine Höhlenkarotte meine ich. Ich habe letztens, glaube ich, ich habe vorhin die letzte, glaube ich, genommen. Für Mani. Naja, ich habe ja auch hin und wieder mal welche im Inventar rumzufliegen gehabt, aber ich glaube, ich habe keinen mehr. Schade. Wieso habe ich eigentlich bei hier Abigail, Haley und Lea 2 Herzen weniger? Hä? Allgemein oder? Ja, die sind aus. Hinten? Ja, die sind ja, aus. Da musst du erst feste Freundin machen, also ihr so. Den Blumenstrauß schenken. Ah, ach so, deswegen. So, Penny, ich bin im Bettchen. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Sandy, nö. Okay. Immer noch keine neue Stufe. Nee. Wer hat denn den Stoff verkauft? Ich. Warum? Das ist wichtiges Material später eigentlich. Ach, scheiße, Entschuldigung. Passiert. Wusste ich nicht. Ach, was passiert? Der kam aus hier so einer Recyclingmaschine raus. König der Soße. Oh, Emily. Katzin, guten Morgen. Ich wollte meine. Verdammt, Kuh. Sie will Stoff haben. Kammer. Ich brauche nur eine Nähmaschine. Ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Ja, geil. Kann man sich ja noch eine Nähmaschine. Wir hätten hier so eine Regenstiefel reingepackt. Keine Ahnung, die sind da schon seit Tagen drin. Ich werf sie jetzt weg. Tu das. Okay. Ja, oder verkauf sie bei der Abenteurergilde. Ich hab sie jetzt weggeworfen. Schlamperei hier. Oh, Eisenerz und Diamant aus einer glitzernden Stelle bekommen. Nice. Oh. Das ist wirklich nice. So, Kühe sind glücklich. Ich produziere jetzt den letzten Käse für heute. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich mit der Lore zum Clint kann. Ja, das ist ziemlich praktisch. Wenn man daran denkt. Wenn man daran denkt. Oh, was bist denn du für ein wehrhafter Fisch hier?
Hey! Oh. Taylor, haben wir noch eine große Milch? Die können wir dem Gemeindehaus spenden. Ja, ich weiß, aber die produziere ich momentan immer noch zu Käse, weil wir auch Wolle brauchen. Ja. Dann können wir auch warten, bis wir Schafe haben. Ja, alles klar. Färbemittel. Rotkohle und Entenfeder. Zauberer. Zum Foto und Granatapfel. Bei der Hasenfoto bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, woher man die bekommt. Mhm. Ich glaube von der Hutmaus oder so. Ja, ich glaube eher von der mit dem Wagen. Oder ja. Du musst mit der Schleuder Hasen abschießen, ich weiß es auch nicht. Was? Was habe ich denn da? Voll übel. Zitronenstein. Big Seed. Was ist denn Big Seed? Geminid. Gibt es irgendwie neue Elemente oder warum haben wir plötzlich so viele neue Sachen? Du hast nicht genug Platz. Nein, scheiße. So, ich verkaufe jetzt mal unsere ganzen Erzeugnisse. Okay, mach das mal. So, komm, Pam. Schwing mal die Hufe. Dein Vorgarten ist eine Katastrophe. Du wohnst in einem Wohnwagen. Trotzdem hast du einen Vorgarten. Ja. So. Ich will keine Werkzeuge verbessern. Ich will die Geode aufbrechen, du Depp. Ich fahr mal in eine Wüste. Nice. Eisenerz und Steine. Quietsch. So. Quietsch, quietsch. Wir haben so viele Weinreben. Soll ich mal ein bisschen was verkaufen? Wir haben 41 Silberweinreben allein. 33 Gold. Wein würde ich halt für Weintrauben machen. Ja, aber bis wir den Keller haben, dauert das noch. Und dann können wir im Sommer schon wieder neue Weintrauben machen. Der Keller? Ja. Was für? Im Keller kannst du Platz machen für diese ganzen Fässer. Achso, gut, wir haben aber oben noch zwei Fässer stehen. Ja, zwei. Wir haben 33 Goldwein und das dauert irgendwie 3 Tage. Und Wein kannst du auch aus allem anderen noch machen. Oh, okay. Ich verkaufe mal ein Stückchen davon. Ja, mach. So viele. Oh, hier ist noch die andere Mine. Da müssen wir auch noch mal rein. In der Wüste. Die Mine. Stimmt, die ist ja. Richtig, die ist ein bisschen knackig. Dafür bräuchten wir gute Ausrüstung. Ja. Oder was zu essen jedenfalls. Riesendino-Skelett. Ja, hier war ich schon dran. Ich hab's auch schon dran. Kann man nicht machen. Ah, hier. Kaktusfrucht. Oh, verdammt. Ah, mit Emily wollte ich nochmal reden. Oh, geheime Notiz. Geil. Also, wer noch Kokosnüsse braucht, ich hab, glaube ich, schon 3-4 Stück. Nice. Aber leider habe ich die Quest nicht. Ich hab die schon abgegeben. Ja, eventuell hatte ich die auch schon mal. Ich weiß es nicht. Oh Junge, das wird so viel Geld geben, Leute. Sternfruchtsaat. Rote Beete, die brauchen wir. Was wächst die Sternfruchtsaat? Wo? Die gibt's hier in der Wüste bei den Shop. Für wie viel? 300 Gold. 300? Ja. Ach, Sternfrucht. Ich habe gerade Sterntalfrucht gedacht, die Energie erhöht. Nee, sind leider nicht. Nee. Die Sternfrucht ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Sieht auch schön aus. Wächst aber nur im Sommer. Ja. Und rote Beete leider nur im Herbst. Schade, die brauchen wir nämlich noch als Färbemittel. Echt? Ja. Oh. Im Gemeindehaus. Oh, du Arschlochfisch. Artefaktfund, was? Ein Schmied kann dies für dich öffnen. Diese Funde enthalten oft alte Relikte und Kuriositäten. Oh, also eine neue Art Geode? Ja, die kann man für 5 Omni-Geoden kaufen. Ah. Ach stimmt, das ist dieser Omni-Geoden-Shop, stimmt. Ja. Die findest du auch öfter in der Höhlenwüste, die Omni-Geoden. Mhm.
Ein magischer Turban. Okay. Das sollten wir aber auch wirklich erst hin, wenn wir die richtigen, wenn wir gute Spitzhacken haben und alles. Hopp. Nicht, dass wir da eine Stunde stehen, bis wir irgendwann mal was abgebaut haben. Vor allem die Energie geht uns ja aus, wenn wir den schlechten Spitzhacken. Richtig. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder Abigail verpasst. So, ich komme mal wieder zurück. Warum habe ich eigentlich keine Musik? Habt ihr auch keine Musik? Ich habe Musik. Ich habe auch Musik. Was sehr leichte Wintermusik. Vielleicht zu weit runtergedreht? Gar keine. Nee, ich meine... Ups. Ja gut, meine Gießkanne ist jetzt voll. Ich meine, Sound und so habe ich ja noch in der normalen Lautstärke. Ich habe nur halt keinen Soundtrack. Vielleicht ausgestellt. Ich kann ohne meine Hacke die Würmchen nicht looten. Das ist irgendwie deprimierend. Ziemlich. Nee, da sind Fische drin. Da was reinpacken? Nee. Pilze. Boah, geh halt richtig ab, du Scheißfisch hier. Meine Fresse. Kristallfrucht. Habe ich mal abgegeben. Stechpalme habe ich meine verkauft. Nein, da wollte ich hin. Eigentlich kann ich den... Wobei, nee, brauchen wir Seetang für irgendwas? Kann zum Kochen verwendet werden. Okay, alles klar. Damit kannst du, glaube ich, den Fischteich machen, aber... Nein, nee, kann zum Kochen verwendet werden, stand hier. Ich schätze mal für Sushi oder so. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben auch einiges noch im Kühlschrank davon, glaube ich. So, der letzte Käse. Eine Notiz von Maru. Teile, die ich für meine größte Erfindung noch brauche. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant, Erdbeeren. Hm. Stimmt, die Liste habe ich auch bekommen. Warum zum Geier Erdbeeren? Zum Naschen? Zum Beispiel. So, letztes Eis jetzt auch drin. Ah ja, Hayley. Die wollt ja noch eine Kokosnuss haben. Vergesst nicht, euer Zeug zu verkaufen, was ihr verkaufen wollt heute. Ach ja, ist der letzte Tag, ne? Ja, wir wollen mal sehen, wie viel wir in dem Monat angespart haben. Wir haben noch so ganz viele Marmeladen gehabt und auch alles. Hier wäre übrigens noch Stoff in einer der Kisten gewesen. Was für eine Kiste? Achso. Ah, Materialkiste. Wo ist Hayley? Hayley. Hayley. Ja. Winter, Samstag. Da! Hier, kriegst eine silberne Kokosnuss von mir. Diddlididding. Wozu auch immer sie die braucht. Für schöne Fotos. Ja. Ah ne, es ist ja Sonntag. Steht am Turm des Zaubers und gehen nach. So, noch eine Mayonnaise, dann habe ich alles verarbeitet. So. Dann komme ich Abigail doch mal entgegen. Abigail. Wird nie alt. Okay. Komm schon, Mario. Okay, die ist nicht in der Kneipe. Wer, Pam? Nee, Abigail. Achso. Nee. Pam ist doch jedes Mal in der Kneipe. Ja, eben, deswegen war ich gerade auch ein bisschen verwundert. Letzte Mayo fertig. Ich komme auch mal zurück. Nee. Abigail geht gerade Richtung zu Hause. Achso. Na, ich habe eh nichts zum Verschenken. Oh. Mach ich nächstes Mal. Ich gehe schon mal zurück zum Hof. Ach verdammt, ich habe noch ein paar Eier im
Inventar tatsächlich. Ah, verkaufe ich so. So, verkauft eure Fische, eure sonstigen Kram, den ihr noch im Inventar habt. Mhm. Oh, ich habe noch 8 Gold erst. Wildpflaume, meine Güte. Das brauche ich noch. Blumenkohlsaat. Gemischte Saat kann ich. Okay. Hier noch was Interessantes, ne? Mal weg. Und ins Bettchen. So, wollt ihr mal raten, wie viel wir kriegen? Mm. Ich habe ja einen kleinen Überblick im Vergleich zu euch, also macht das mal euch aus. Ich würde sagen 13.000. Ich sage um die 50.000. 13.000? Was glaubst du, haben wir gemacht den ganzen Tag? Nee, 30. Entschuldigung. Sag um die 50.000. 30. Ich bleib bei meinen 20. Auch wenn es falsch ist. Und los geht's. Oh, die Wertung. Aha. 27.000. Nicht schlecht, Gary. Ganz knapp. Also, Käse hat einiges gemacht. Kampfi und Weintrauben haben einiges gemacht. Oh Gott, Wein. Ja, der Käse, der hat am meisten. Mayonnaise, Käse. Nee, Mayonnaise, ja. Na, Mayonnaise bringt richtig viel Geld, vor allem die Goldstufe. Wein bringt gar nicht so viel, wie ich dachte. Oh gut, eine Flasche, 300. Passt doch. Hab schon billigere Weine getrunken. Wein aus Weintrauben? Nein, okay. Fischen. Fischquatsch. Wir hatten die zerbrochene Brille verkauft. Na, die habe ich da reingeworfen. Die ist doch nichts wert. Wusste ich nicht. Ich dachte, die wären ein paar G wert. Aber 27 G, nicht schlecht. Ordentlich Saatgut. Mhm. So, ich würde an der Stelle jetzt auch Schluss machen. Jo. Ja, das passt ganz gut. Dann wieder raus auf dem Hof. Taylor darf mal wieder alles sprengen. Ja. Da freut er sich doch immer. Oh, ich hab eine Cutscene mit Lea. Warte. Na, warum? Okay. Oh, Lea will ihre Kunst auf dem Stadtplatz zeigen. Wow. Hey. Und noch eine Cutscene. Noch eine Cutscene. Hey. Kent. Kent. Wer ist das denn? Wer ist deine Frau? Keine Ahnung, wer Kent ist. So. Oh, ich laufe gerade um die Wette. Kent? Warum liegt hier denn jetzt so viel Harz, viel Zeug rum? Oh Gott. Okay. So, ich bin bereit zum Sprengen. Ich jetzt auch. Ach du Scheiße, mit der Riesen. Juhu. Ja, alles klar. Ich krieg null Schaden. Ich auch nicht. Doch, ich hab Schaden. Aua. Verdammt, immer noch nur Half-Life. Ah ne, ja. 87 habe ich noch. Wie viel hast du? 87. 84. Verdammt, okay. Ich brauch noch mehr Bomben fürs nächste Mal. Oh Gott, wie viel Müll hier überall ist. Oh Der Gott. Preis für Rohmaterialien in Robins und Clints Läden ist gestiegen. Juhu. Yay. Yeah. Und mit diesen wunderschönen Nachrichten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der ganze Hof ist unordentlich. Wir sehen uns. Viel Spaß, Teller, ne? Bis zum nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf, falls ihr Bock drauf habt. Swipet rechts bei Tinder. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, ich freue mich schon auf den Frühling.